ich hier war, das war die Welt für mich. Ja. Das war die Welt für mich. Ein Rennen auf absolutem Weltklasse-Niveau eben zu veranstalten, aber eben ohne jetzt ein Budget von ein paar Millionen, sag ich mal, wie es jetzt in Ibiza dann der Fall ist zum Beispiel. Ich freue mich natürlich echt extrem. Buschütten mag vielleicht klein sein, aber in der Triathlon-Welt ist es ziemlich groß. Und eine Geschichte, die ich dazu erzählen kann, ist bei meinem ersten Weltmeistertitel in Las Vegas saßen wir in so einem Zelt, haben auf die Dopingkontrolle gewartet und der damalige amtierende 73-Weltmeister und amtierende Weltmeister über die Langdistanz, Greg Alexander, saß neben mir, den ich in dem Rennen geschlagen habe, und meine Frau saß neben mir. Und meine Frau hat ihn ganz nonchalant gefragt, ob er eigentlich eine Idee hatte, wer ich sei. Und er hat gesagt, yeah, the king of Buschütten.